Willkommen, liebe Freunde, zur großen Siegesehrung des goldenen Assis. Ihr habt ich bin so aufgeregt. Ja, ey, ich spring im Quadrat. Wir haben uns auch angemessen gekleidet. Ich bin so aufgeregt. Für dieses Event. Ich bin so aufgeregt. Ja, renn doch nicht auf die Straße. Mein Leben war zu Spaß. Ah! Oh. Hä? Ich dachte, okay. Ja, und okay. Wir haben die Kommentare, die Votings von Curry und von mir zusammengezählt. Und Curry hat tatsächlich den Goldenen Assi gewonnen. 533 ja. Likes hat er bekommen, ich nur 520. Ganz knappe Kiste. Und der Sieger, der hat jetzt eine Challenge, muss der erledigen. Bleib mal stehen, Curry. Aber du bist bei mir irgendwie durchsichtig. Ja, das ist so, wenn man im Passivmodus ist. Ey. Du hast an meinen Bauch geworfen. Ne, die kleben gar nicht mehr an deinem Körper. Du musst nicht an meinen Bauch werfen. Du musst an meine Kann man Schulter die hinten. Du musst doch hinten an meine Schulter. Na? Nein! Die kleben nicht mehr. Ah, ich glaube, das liegt an dem Fettmantel von meiner Jacke. Kann man den wieder aufheben, die Haarpumpen? Ja, eigentlich müsstest du. Wie denn? Kannst du. Nee, die hast du jetzt platziert, oder? Scheiße, Mann. Dann stell ich mal hier hin. Also. Das ist ein gutes Podest. Willkommen zur goldenen zur Siegesehrung des goldenen Assis. Gewonnen hat Currywurst mit 533 Stimmen. Dankeschön. Wow. Und der steht immer noch da. Eigentlich müsste ich mal den Passivmodus rausmachen. Ja, ne? Sonst ist das nicht so spektakulär. Okay, wir müssen es eigentlich nochmal machen, hast du recht. Mach mal. So, warte, ich mach den Passivmodus raus. Komm mal her, Curry, stell dich mal kurz hier bitte. Ey, was ist denn los mit ihm hier? Habe ich jetzt den Passivmodus raus? Warte. Was macht der denn da? Ey, was ist denn los mit ihm? Wollte er das Event hier stürmen oder was? Ja, wir haben uns hier extra versammelt. Okay, Curry, stell dich mal hier bitte auf diesen Flitzer. Auf diesen? Boah, der sieht ja schon geil aus. Willst du den einfach in die Luft sprengen? Mal ganz von dem zeigen Typen hier. Hammerwagen, ey. Okay, stell dich mal auf den Flitzer. Ja, alle, die heute hier sind, haben eingewilligt. Wie die Haftpuppen einfach abprallen. Schnell weg hier. Ich bin so glücklich. Curry, was ist dein letztes Wort? Immer Assi for life. Okay, wenn ich drei sage, musst du springen. Eins, zwei, drei. Oh, ich hatte gar nicht mehr ganz da. Oh, ich habe noch einen Rückwärtssalto gemacht. Oh, guck mal, hier ist Geld. So. Dankeschön, oh, Dankeschön. Vom vielen Dank, des Autos. Vielen Dank an die lieben okay, Leute, tot. Die wenigstens ein bisschen Geschmack haben. Ja, der Folge sieht total scheiße aus, einfach der Typ, ey. So, in der Folge wollten wir natürlich uns erstmal nochmal umziehen. Ja, jetzt machen wir nochmal den Suit-Day. Machen wir jetzt den Barney. Jetzt müssen wir erstmal Klamotten anziehen, ja. Jetzt brauchen wir erstmal wieder wunderschöne Klamotten. Tut mir natürlich leid, dass ich die Karre zerstört habe von demjenigen, aber kriegst ja das Geld von mir zurück. Du musst das ja jetzt bezahlen, ne? Wenn ihr das jetzt. Genau. So, ich mach mal die Karte wieder an, sonst finde ich dich nicht. Wo bist du denn hier? Ich bin vor deiner. Nee, ich bin gar nicht vor deiner Hütte. Ich bin ein bisschen weiter vorne. Ich bin fast vor deiner Hütte. So, ich bin vor deinem Haus. Ja, ich komm gleich. Ich mach nur eben die Karte an. Scheiße, da liegt in dem Dings Geld drin. Mein Navi aktivieren. Oh, hier ist ein Auto. So. Nee, da müssen wir gleich auch zum Friseur, ne? Nochmal. Ja, müssen uns wieder schick machen. Stimmt, da bräuchten wir. Also ich finde diese Umzieh-Challenge ist eigentlich voll cool, sodass die Leute dann abstimmen können. Okay, Curry, ich bin hinter dir. Nur müsste man dann sich ein paar neue Themen ausdenken. Wo bist du denn? Hier. Da bist du, hier mit dem Auto. Mitfahren. Das bist du hier? Ich bin das hier, ja. Und hinter mir ist ein Feuerwehrwagen. Willst du mein Auto klauen? Ja, viel Spaß. Habe ich extra vor meinem Flaschenpfand gekauft. Hör mal, Doktor, steig ein. Okay. So. Soll der Markier mal einen Laden? Wo gehen wir denn diesmal einkaufen? Was ist das denn für eine Karre? Klaut die Karre? Ja, die hab ich geklaut. Was auch sonst, das ist doch normal, als ob ich mir die kaufe. So, wir brauchen so einen Anzugladen, ne? Wo ja. gibt's denn nochmal? Heusenbies. Oh! Heusenbies. Ist das hier Heusenbies? Ponsenbies meinst du? Was hab ich denn gesagt? Ich hab verstanden, Heusenbies. Heusenbies? Du hast doch eine Markierung gesetzt, deswegen kann ich die, mich, oh, warte, kann ich mach die Stelle weg. Nicht markieren. Moment, park mal ganz kurz hier. Ja, mach das. Ach so, ja, ich habe noch interessante Themen für diese Folge. Und zwar wurde der Release-Termin der Heist-Mission geleakt. Ja. Es dauert nicht mehr lang. Also, im PlayStation Network ist ganz, ganz kurz das Datum aufgetaucht. Und zwar den 24. Februar. Dann soll es soweit sein, die Heist-Mission soll dann erscheinen. Natürlich hat Rockstar Games das Datum noch nicht offiziell bestätigt. Ja. Dazu wurden dann kürzlich noch Wartungsarbeiten durchgeführt. Alter, was ist mit dir los, Mann? Schnapp dich kaputt, ey. Wartungsarbeiten wurden durchgeführt.
Und der Curry hat schon ein kleines Indiz gehabt. Und zwar ist er auf einmal, ganz ja, kurioserweise, in einem anderen Raum gespawnt, in dem er noch nie gespawnt ist. Also ich bin in einem Raum gespawnt. Also da gibt es ja diesen Nebenraum, wenn man so ein Apartment hat. Und da hing ja für diese blaue Karte, weißt du das noch? Da hing genau, früher diese Blaupause. Und da bin ich vorhin gespawnt. Ich weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung, seriös. Ich bin da noch nie gespawnt. Noch nie im Leben. Und das ist schon mal eine interessante Sache. Also, ich denke mal, bald ist es wirklich soweit. Ich habe unter diesem Video nochmal alle Details mit Quelle und so reingehauen. Einfach anklicken den Link, ihr kennt die Geschichte. So, jetzt fahren wir nach Poison Beast. Also, was meint ihr? Ist das Datum realistisch oder nicht? Aber einparken natürlich, ne? Die Olli. Frag mich, warum sowas immer passiert, dass die Release-Daten immer so einfach angezeigt werden, so für eine kurze Zeit. Warum? Das ist echt strange. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass sie das dann im System eingeben. Ob die das extra machen? Ach so, okay. Okay, jetzt müssen wir uns erstmal schön wieder kleiden. Also Thema ist aber, Anzug oder was? Ja, aber wir dürfen nicht so einen sofortigen Anzug holen. Wir machen das so. Kein Outfit, ne? Das Thema ist, man muss ein stylisches Outfit haben. Es muss nicht mal ein Outfit sein. Aber wo man sagen würde, boah geil! Boah geil, okay. Ja gut, also, da müsste ich eigentlich nur so bleiben, weißt du? Weil die Leute haben das ja gewählt. Eigentlich hätte ich noch diese weiß gestreifte Schlankhose für Assi-Look nehmen müssen. Ja. Boah, Alter, ich hätte... Jetzt sehe ich solche Sachen, die ich für diesen Assi-Look auch hätte gebrauchen können, aber naja. Die Hosen, hier gibt es hier keine... Doch, warte mal. Ja, ich wechsle erstmal die Hose, weil... Ja, ne? Das muss ich daran anpassen. Oh, wo haben wir denn hier Hosen? Da haben wir Hosen. Jeans? Nee. Vorne nee. Schwarze. Anzug, warte mal, rote Hose? Dünn. Genau, dann braucht man ein cooles... Hier habe ich schon mal eine coole Hose, genau, dann brauchen wir ein cooles Oberteil. Achso, ich brauche erstmal natürlich ein Shirt. Yeah! Das war schon mal ein Typ. Nee, also irgendwie. Was sind denn Teamhosen? Alter! Ja, oh Mann, ist ja aus wie ein Killer, Alter, voller Styler hier. Ziehen wir denn das Schönes an hier? Warum sehen meine Beine plötzlich so dünn aus? Das. Die Hose habe ich sogar in echt. Schwarze Sakko so. Brauchen wir noch schöne Schuhe? Teste einfach mal ein bisschen rum hier. Ja, ich bin auch noch gerade ein bisschen am rumprobieren. Und sich ja Zeit lassen mit der Kleiderwahl. Boah, die sehen nice aus, Alter, yo. Aber die passen nicht zum Look. Nehmen wir denn das Schönes? Eigentlich schwarze. Ja, die sind gut. Da hier noch das ein oder andere Accessoire, Mann. Da, junge Dame. Ein T-Shirt drüber. Das sind Outfits, genau. Hier sind Accessoires. So, Krawatten. Oh. Tja. Nee, das ist. Also, wo habe ich denn diese mit? Okay. Handschuhe, okay. Ketten, habe ich ja schon eine. Eine Jacke und T-Shirts. Aber wo gibt's denn hier? Ah, hier. Ja. Wobei das mit der Frisur natürlich ziemlich schwierig ist, eine geile Brille zu finden. Ah, das ist gut. Sieht ja aus wie Atze Schröder, ey. Ja, das haben echt viele geschrieben. Jackos. Ja, für eine geile Brille hier. Ja, schon eine stylische Brille, Mann. Britney, bitch. Mhm. Okay, pass auf. Dann nehmen wir mal... Ich habe so radioaktive Augen. Hast du das eigentlich gesehen? Nee. Wie radioaktive... Ach so, du hast ja deine Kontaktlinsen geändert, ne? Ja, voll bescheuert oder so. Alter. Alter, was ist das denn? Sieht aus wie eine Tischdecke. Das ist immer eine... genau. Ja, wobei... Nee, vom Outfit her ist das die falsche. Warte mal. Inventar. Alter, warum sind die so eng? Als ob er es nicht mag, so weißt du. Nee, aber nicht so. Kann halt nichts baumeln, ne?
Ja, das sind doch alles eingeklemmt da. Okay, warte mal. Das gefällt mir doch nicht so. Ich brauche was anderes. Ich suche gerade irgendwo bei den Hipsterbrillen. Da. Hipsterbrillen? Was ist denn jetzt los hier? Ja, komm hier aus, hier wie ein Killermann. Ja. Es fehlt nur noch die richtige Frisur, dann bin ich Checker vom Neckar hier. Aber er ist die total. Ich mag ja, mit der Frisur, Alter, das kannst du gar nicht. Das kannst du dir gar nicht angucken. Echt so, ey. Dino-Hosen. Bisschen hier was Flottes. Obwohl, das ist noch ein bisschen zu lässig hier, das Jackett offen. Das ist. Weiß ich nicht. So ist es richtig. Yeah, jetzt bin ich fertig, Alter. Warte. Ich brauche elegante Schuhe. Oh, komm, der Curry hier. Mit der Frisur. Ich sehe dich zwar aber nicht, deine aber Frisur sieht eigentlich cool aus, nur deine, aber deine Koteletten und so. Ja, das passt überhaupt nicht. Das passt überhaupt nicht zusammen. Nee, eleganten Schuhe passen einfach nicht. Geh mal kurz aus der Hütte raus, damit ich mal ganz kurz zeigen kann, wie ich aussehe. Ja, das ist die Heideltraut hier. Neuer Look. Das Leben. So macht's doch Spaß. So, auf den Curry warten. Die sind doch da, gut. Dann müssen wir noch zum Frieselmann. Aber. Diese Laterne regt mich schon immer auf! Diese Laterne! Ja! Ja! Ich glaube, ich muss nochmal das T-Shirt switchen. Obwohl, das ist eigentlich ganz cool. Mann, ich hasse diese Laterne! Ah! Ah! Oh nee, Alter, nee, keine Hemden. Voll drauf da! Das hat keiner gesehen. Schöner Wagen. Was ist das? Yo. Ich hab das sogar gehört. Nee! Deine Gitarre, Alter! Der Wagen hier, ne? Schönes Auto. Also es sollte schon, also nicht elegant sein, ne? Wie du willst. Aber du solltest schon mal langsam fertig werden, ne? Sind gut, ja nicht auf bei der so. Modenschau. Ja, aber also es geht hier um alles. Gut, aber ich eine Brille könnte ich auch noch gebrauchen, stimmt. Du musst ja auch mal die Kollegen schneiden, ey. Ja, ja, das mache ich gleich. Wo gibt's denn hier die Brillen? Hier. Hier, Mann. Oh. Ach so. Alles klar, was haben wir denn hier? Hipster... Oh, nee, keine Hipsterbrille, ne. Iiii. Das ist gerade mit der Frisur, ey. Okay, ich will nicht mehr. Ey! Was denn? Guck mal nur raus, Curry. Die haben den Eingang blockiert. Okay, warte, ich komm gleich. Ja, mach fertig da. Lass dir Zeit. Schul dich ab. Was hast du? Jetzt kann ich nicht mehr weiter Scheiße. Einkaufen. Ach, egal. Du bist schuld, dass mein Outfit nur halb fertig ist. So. Egal. Was ist denn da zum Friseur? Ab zum Friseur. Guck mal, was für ein Service. Ich hol dich sogar im Laden ab. Ja, das war voll der Service. Das ist echt so. Das ist so ein großer Service, dass die Verkäuferin erstmal abhaut. Tut mir natürlich leid. Eigentlich hätte ich natürlich mehr Zeit verdient. Egal. Ich, Das war Manipulation. Hier zuerst ey, rein. Was war das denn? Was denn? Ich bin voll rausgeschubst worden. Jo, guten Tag, Alter. Ach, wir lassen uns jetzt die Haare von Bob Moulet schneiden, oder was? Ja. Oh Gott. Der Bob ist heute gut drauf. Immer Bobbelchen. Ja, da brauchen wir die typische Heideltraut, die Brad Pitt für so, wo ist die? Obwohl, Alter, so siehst du aus wie ein Zuhörer. Wie der hier steht. Jo. Fury, Mann. Junger Hipster. Zack, rauf da. Boah, der mit seinen Augen, ne? Fury. Yo! Ein bisschen aus wie eine Mischung aus dem Joker. Warte mal. So, Bärte. Mal hier so einen dezenten Bart. Ne? Oh, 3-Tage-Bart. Kann man machen. Boah, mal kurz ein anderes T-Shirt. Dings müssen weg. Wobei, beim Bart muss ich natürlich noch die Haarfarbe einstellen. Weil dann sehe ich aus wie Boris Becker. Will man das? So, kann ich jetzt bitte wieder hier einkaufen? Oder hat der immer noch zu? Och, Alter. Immer noch zu. Tut mir leid, Curry. Naja, ich finde schon einen Laden. Ich gehe einfach hier vorne hin. Was ist denn die für Haarfarben, ey? Hab ich noch gar nicht gesehen. Alter.
600 Meter. Haarfarben, seit wann kann man sich die Haarfarben ändern? Keine Ahnung, geht. Kann sich auch so lila machen und sowas? Naja. Ich hab mir schon eine schöne Haarfarbe raus. Okay, ich mach mir gleich pinke Haare. Yeah! Bist fertig? Fast. Okay, gut, lass dir Zeit, ich muss mir eben noch ein T-Shirt kaufen. Hallo! Nee, du kaufst dir das Bären-T-Shirt, ne? Nee. Ich weiß schon, was du anhast. T-Shirts, was haben wir denn hier nochmal? Was wollte ich denn jetzt da? Da müssen wir noch die Augen schön machen und die Pupillen weg, ey. Brusthaare kann man machen. So, wann geht das denn? Brusthaare. Krass, geht echt. Schneckenspur. Was aber ist denn eine Schneckenspur? Das sieht, aber da verändert sich gar nichts, ne? Irgendwie wird mir gar... Ne. Ich mach mal der Baum. Ne, ich mach mal Affe. Ne, Bikini, warte mal. Bin mal gespannt, ey. Der schneidet mir... Okay. Hm. Taglinsen weg. Nee, das passt nicht, ey. Dann haben wir die Kontakt... Ach, grün. Grüne Augen. Ne, blaue Augen hätte ich gerne. Finde ich so geil, dass der rumschnibbelt, wenn du deine Kontaktlinsen änderst. Voll der eklige Gedanke eigentlich. So, jetzt muss ich noch den Lippenstift wegmachen. Yeah, und fertig ist die neue Heideltraut. Ein bisschen älter geworden. Sehr schön, ich komme jetzt. Ich komme jetzt auch. Ein bisschen älter, hast du jetzt, welche Frisur hast du denn jetzt? Brad Pitt Style. Von Fury. Ich muss die Brille abnehmen, da sieht er mir bescheuert aus. Ja, ich brauche auch keine Brille. Brillen sind unnötig. Ja. So, da vorne bisse, ich bin gleich da. Oh, oh, Alter, das war knapp. Der besten gefällt mir Charakter ja so, ne? So. So. Tschüss. Jo, Mann, ich sah aus wie so ein Killer, ey. Alter, was war das denn? Hattest du gerade graue Haare? Ja, Mann, collateral. Collateral. So, jetzt bin ich dran. Erstmal meinen Bart ändern, Mann. Bärte. Mit der Karre im Hintergrund, yo. Alter, wenn ich das schon sehe hier, ist gar nicht gut. Ja. Ich habe ja noch Lippenstift drauf und alles. Warte, ich muss das erst wegmachen. So. Ausdruck. Zack. Oh. Und mein Bart würde ich jetzt auch gerne ändern. Hey. Ich bin da. Ach nee. Was denn? Was denn? Ich gucke mir gerade so die Ausdrücke an, die man mit seinem Gesicht machen kann. Ja, du kannst auch einmal so, da flippt er die ganze Zeit durch, so, weißt du? Dann ja. Macht die Jo, das ist der Heideltraut. Oh, neue Frisur. Jetzt müssen wir noch auf den Touristen da rein warten. Ja, ja, ich bin gleich fertig. Oh, mein Handy geht. Hey Bruce, ich habe heute keine Zeit. Oh, da kommt er rein. Mach mal ein bisschen serious hier. Ein bisschen serious. Ey, weg aus dem Bild da! So, wo kann ich die Haarfarbe denn ändern? Wo hast du das gemacht? Hm? Unten. Wenn du Haare, die Frisur änderst, dann kannst du die R2 und L2 benutzen. Frisur hauen? Ne. Schöner Laden hat aber hier, ne? Dann umgucken, was es hier so gibt. Kommen wir auf die Toilette? Ne. Was ist, wenn ich mal drin muss? Ach so, okay. Jetzt weiß ich, wie du meinst. Oh, nee, rein hier in die Hütte. Was habe ich denn momentan? Ich habe mir so eine schöne Brustbehaarung gemacht und die ist gar nicht da. Ne, also. Ja, wie denn auch, wenn du das T-Shirt drüber hast?
Ja. Da sieht man das ja nicht. So, ich ändere mich. Nee. Was liest der Curry denn da? Filmbuff. Ach ja, da sitzt er hier, ne? Der Kollege. So, ein bisschen dunkler. Hi, Bobby. Oh. Zack. Bobby hat aber coole Schuhe. Kann ich den Bart auch ändern? Ja, bestimmt, ne? Ja. Also die Farbe. Ein bisschen aus wie Harald Glöckler. Ein bisschen, aber nur. Stimmt. Aber ich muss das ein bisschen heller machen. So. Dann bin ich eigentlich fertig soweit. Alter, wie guckst du denn? Ach, Familienfoto. Ich brauche noch Augenbrauen. Vernünftige. Guck mal, ich hau Bob gerade meine Hand ins Gesicht. Stör dich doch nicht, Bob, oder? Dr. Der Bob! Der Bob, der blinzelt sogar. Eigentlich sollte diese Folge nur 15 Minuten gehen, aber wir... Ja, ist gleich fertig, Ich bin gleich fertig. Ja, ich bin nur ein bisschen schwer, Schwer vom Begriff. Nee, ich brauche immer ein bisschen lang, um mich zu entscheiden. Kennt das. So. Mit der Karre eine Rundchen hier. Ah, ich kann nur hinten einsteigen. Ja, P-Shuttle, Alter. Gesichtsbemalung. Ja, ich bin eigentlich fertig. Fertig soweit. Ja, dann kommen wir hier in die Karre, von wem auch die immer ist. Dann müssen wir zum Flughafen, müssen unseren Flieger kriegen. Ja, ich mach mal noch eine Brille auf. Inventar. Und dann Brille. Ich bin der Serious Businessman. So. Boah, ist eine Karre, Mann, Alter. Wo bist du denn? Ach so, da bist du drin. Hallo. Guten Abend, die Herren. Steig ein in die... Hinten muss natürlich einsteigen, Curry, ne? Ja, wenn das gehen würde. Geht nicht. Ich kann nur da einsteigen. Er sitzt vorne, richtiger Gangster. Na gut, dann fahr ich jetzt. Hä? Steigt der mal ein, oder was? Hast du das jetzt gesehen? Ja, Fahrer, was ist los? Hey, du fährst? Warte, dann lass mich auch mal nach vorne. Steig aus. Was macht die da? Ich fahr... Ey, ernsthaft? Alter, wir sind doch alles Geschäftsmänner. Ja, gut, dann. Nee, dann fahr ich mit meinem Mini. Der ist eh viel toller. Komm, steig aus. Ey. Tschüss, Curry. Was hab ich dir getan? Dass die Heidi traut. So machen wir das jetzt auch wieder so, dass die Leute abstimmen können. Machen wir gleich am Flughafen. Okay. Ja, wir brauchen ja Nahaufnahmen, ne? Genau. Sonst bringt es ja nichts. Aber jetzt bin ich dir auf dem Fersen immer. Ja, mein Auto ist viel zu langsam. Abgeht, ey. Ja, der ist wahrscheinlich getuned bis zum sonst nichts. Wow! Büsche überall! Weißt du auch, wie du zum Flughafen kommst? Ja. Ich sehe den auch schon. Alter, hier ist voll der Nebel. Was ist denn hier passiert? Boah. Okay, bin jetzt gleich da. Aber müssen wir denn nicht erst noch links... Ah nee, stimmt. Ist richtig. Obwohl, wir müssen doch noch links rüber, oder nicht? Wir müssen über den Teig. Ja. Über den Teig. Kann man in der Schüssel kippen und dann essen. Boah, ich habe Teig immer so gern aus der Schüssel gegessen. Ja. Ich esse den immer noch gern aus der Schüssel. Aber du bist falsch gefahren. Ah, shit! Was machst du denn da? Was, wenn das Auto versenkt? Aus Versehen! Nee, war echt kein... Ich dachte... Ah, shit, Mann. Bist jetzt rüber geschwommen? Schwimme gerade. Bin auch gleich da. Aber ich fahre den richtigen Weg. Mein Auto bleibt trocken. Scheiße. Die Karre versenkt, tut mir leid. Ah, hier ist ein Helikopter. Soll ich damit einsteigen? Kannst du gerne machen. Du wartest doch eh nicht. Ich stehe hier, komm. Boah, was war das denn? Ich hol dich, komm. Bleib da, ich bin direkt hier. Boah. Ja. So, kein, sorry. So steckt die keine Absicht. Ich sehe, warum steckt er die ein? Nur gemobbt wirst du hier. So. Ich bin drin. Ab geht's. Ja, um Helikopter 117!
So, wir brauchen natürlich eine schöne Stelle, wo wir unser Bild machen können. Wir brauchen eine super Plattform, das stimmt. Eigentlich so eine mega fette Yacht, mitten in der Sonne. Aber nee. Schwierig, eine Sonne aufzutreiben, ne? Ja, das stimmt. Yo, ich mag die Kinoperspektive so, ne? Das sieht so geil aus. Yo, Kinoperspektive. Fliegst du jetzt zum Maze Bank Tower? Ja. Die Reflexion in dem Spiel, ne? Ja, ja. Liebe das, ey. Okay. Pass auf, da ist das Gebäude. So. Curry und Dennis treffen zum heißen Meeting ein. Oben auf dem Helipad. Entschuldigung, Turbulenzen. Turbulenzen. Ja, klar. Pass auf, da ist ein Gerüst. So, bitte landen. Dankeschön. Jawohl. Dankeschön. So, also, Curry, komm mal her. Ja, meine Damen und Herren, ne? Mit dem Heli im Hintergrund. Ja, ne, sieht geil aus. So, weiter umdrehen. Also, liebe Community, ihr müsst jetzt in die Kommentare schreiben, beziehungsweise die Kommentare wieder hochvoten. Wer sieht cooler aus? Dennis oder Curry? Ich schreibe wieder Dennis oder Curry, also Dennis schreibe ich in die Kommentare und Curry und ihr müsst das Kommentar dann hochliken. Und in der nächsten Folge, also nicht in der nächsten, sondern in den nächsten, lösen wir das dann auf. Ja, und ich würde mich über eure Stimme freuen. Und Curry, dann lass mal abheben. Wie abheben? Ich würde mal gerne noch aus dem Heli rausspringen. Warte, zum Abschluss. Ich muss noch ein Foto machen. Foto von mir. Okay, mach mal ein Bild. Warte. Nein, bitte nicht. Bitte tu es nicht. Ich muss ein Foto machen von mir. gleich. Boah, warte mal, du kannst es. Obwohl, das ist schwierig. Ich guck so auf mich. Warte, mach jetzt das Bild, warte. Ja, warte. Nee, warte. Ich muss erst das Raster. Wir machen nochmal das Raster weg. So. Ich mach ein bisschen raus. Okay. 2, 3. Nee, scheiße, es hat nicht gesprochen. Nein! Ich konnte nicht mehr widerstehen, tut mir leid. Bis zur nächsten Folge, geht ihr online!